Werde zu dem, was du sein kannst. Business Alchemie, der Podcast rund um revolutionäre Methoden, Impulse, Inspirationen und Interviews mit dem Schweizer Business Alchemisten und Human Brand Designer Andreas Dudas. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts heute, Werde zu dem, was du sein kannst. Und ich habe heute das große Vergnügen mit Tanja Stepfer. Sie sitzt irgendwo in der wunderschönen Innerschweiz, ich glaube in Seelisberg, wenn das richtig ist, oder irgendwo da in der Nähe, immer schön über der Nebelgrenze. Tanja ist eine sehr erfolgreiche, gestandene Unternehmerin, die sehr, sehr viel erlebt hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, der Weg war auch nicht immer ganz, ganz einfach, diesen Weg erfolgreich zu gehen. Ja, Tanja, ich darf dich recht herzlich begrüßen. Meine erste Frage an dich ist natürlich, was machst du eigentlich genau, in welcher Funktion oder Rolle bist du heute tätig und wo genau? Bitte. Hallo Andreas, ja. Also das mit der schönen Innerschweiz muss ich noch kurz anfügen. Ich bin heute leider auch nicht über der Nebelgrenze. Aber trotzdem ist es schön hier. Gut. Was mache ich? Ich führe mit meinem Partner zusammen ein Geschäft für Körperschall- und Schwingungsdämmung. Die meisten Menschen können mit dieser Aussage nicht sehr viel anfangen, wenn sie nicht gerade aus dem Sanitärbereich kommen. Es ist ja so, dass wir heute eigentlich, wenn wir zu Hause sind, gerne unsere Ruhe haben und nicht hören wollen, wie der Nachbar pinkelt oder wenn der um 10 Uhr oder 12 Uhr in der Nacht duscht. Und wir sind ein kleiner Produktionsbetrieb, der diese Schallschutzsets, die eingebaut werden müssen, wenn eine Wohnung oder ein Haus gebaut wird, produzieren, auch entwickeln natürlich, weiterentwickeln und diese dann über den schweizerischen Sanitärgroßhandel vertreiben. Meine Funktion hier in der Firma, wie ich schon erwähnt habe, ich führe das Geschäft mit meinem Partner zusammen. Wir haben eine sogenannte Co-Geschäftsleitung. Bei uns tut jeder das, was er am besten kann. Ich kann gut mit Finanzen und Menschen, auch wenn man auf den ersten Blick denkt, das passt überhaupt nicht zusammen, tut es. Und mein Partner ist zuständig für die technische Entwicklung der Produkte, für die Verkaufsfragen etc. Einfach so ein bisschen der andere Part von unserem Geschäft. Ja, wie bin ich hier gelandet? Das ist vielleicht eine längere Geschichte. Ich versuche, die mal ein bisschen kurz zu fassen. Als Einzelkind waren die Anforderungen, die ich von zu Hause bekommen habe, immer sehr hoch. Und irgendwann im Teenageralter findet man dann, nö, so nicht. Ich bin Rebell, ich möchte alles andere tun und habe dann mir vorgenommen, so schnell wie möglich eine Lehre nach der Schule zu machen. Ja, nichts, das lange geht, etwas, das schnell erledigt ist, damit ich von zu Hause wegkomme. Und zwar einfach, weil ich mochte es nicht mehr, dass jemand mir vorschreibt, wann ich was zu tun habe und was die Eltern leben. Das ist in dem Alter sowieso gerade das, was man selber ja nicht möchte. Und so habe ich mich dann entschieden, eine Friseurlehre zu machen, habe dann die auch sehr erfolgreich abgeschlossen, aber bereits eigentlich mit dem Diplom in der Hand festgestellt, nö, das ist es nicht, was ich machen möchte in meinem Leben. Dann bin ich ein bisschen durch die Weltgeschichte gereist. Ich hatte das Glück oder habe das Glück, eine Tante in Australien zu haben und bin dann da mal ein bisschen rumgereist und hatte da so meine Base bei meiner Tante. Und als ich dann zurückkam, wusste ich, das, was ich gemacht habe im Friseurin, das ist nichts für mich. Was will ich dann? Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, was gibt dir am meisten Perspektive? Und dann habe ich das KV gemacht eigentlich, wie die meisten Menschen so anfangen. Und so hat sich das weiterentwickelt, dass ich dann in die Buchhaltung reingerutscht bin und gemerkt habe, ja, eigentlich mag ich Zahlen. Und ja, so ist es dann irgendwie weitergegangen. Dann habe ich meinen Partner kennengelernt. Der brauchte damals eine Buchhalterin und da dachte ich, ja gut, machen wir doch. Und nebenbei habe ich auch noch zwei Kinder, bin geschieden. Und deswegen war ich ja auch immer im Job drin eigentlich. Und ja, so bin ich hier reingewachsen und wir haben dann gemerkt, dass wir super als Team funktionieren. Und
dort, wo mein Partner André seine Schwächen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber die Sachen, die er nicht gerne macht, das waren so die Dinge, die ich gut kann und die ich auch gerne mache. Und ja, und so ist es dann auf die Kürze so entstanden, dass wir uns dann die Geschäftsleitung geteilt haben. Ich habe jetzt auch wieder viel Zeit fürs Geschäft, weil meine Kinder schon so quasi in Lohn und Brot stehen und selbstständig sind. Ja, und so bin ich hier gelandet, wo ich jetzt bin, in kurzen Zügen. Okay, super, interessant. Also, eine Frage, die mir sofort auf der Zunge brennt, ist natürlich, wenn man dich so sieht, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich ja jetzt nicht, ja, die kriegen dann ein schönes Foto auf meinem Podcast da, aber du bist eine unglaublich aufgestellte Person. Also, so wie ich dich kennengelernt habe, auch in den letzten Jahren, immer gut drauf, und zwar nicht gekünstelt. Es gibt auch Menschen, die sind gekünstelt gut drauf, oder? Immer, ja, muss da gute Miene zum bösen Spiel machen und so. Also, dumme Frage, Tanja, Tipp, woher holst du deine Energie? Ich meine, du hast, wenn ich dir zuhöre, oder? Du hast einen bewegten Lebenslauf hinter dir, der nicht immer ganz einfach war, auch mit gewissen Blockaden und Hürden. Und trotzdem diese Strahlen, diese Ausstrahlung und so weiter, kommt das aus dem Job? Du hast gesagt, Erfolgsrezepte mit Spaß und fachlicher Kompetenz, also das, was du gerne tust und auch gut kannst, oder? Liegt es daran? Liegt es an den Mitarbeitenden? Liegt es an der Umgebung? Sag mir, woher kommt diese Energie? Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich bin ich, glaube ich, einfach ein sehr positiver Mensch, der ein großes Urvertrauen hat. Ich weiß einfach in meinem Leben, es kommt irgendwie gut. Ich kann es dir nicht sagen, woher das kommt. Klar fällt jeder von uns mal auf die Schnauze, auf Deutsch gesagt. Aber es kam immer wieder gut, und deswegen habe ich vielleicht so eine Grundfröhlichkeit, und ich einfach denke, mit einem Lächeln im Gesicht läuft es einfach besser. Auch meine Mitarbeiter geben mir natürlich viel, die Bestätigung, dass ich vieles richtig mache. Wenn ich Feedbacks bekomme von meinen Mitarbeitern, die auch mal zu mir kommen und sagen, ey, du bist die tollste Chefin, die ich je hatte, dann freut mich das natürlich, und das gibt mir Kraft auch wieder. Wenn meine Mitarbeiter in schwierigen Situationen stecken, die wirklich zu unterstützen, sie wirklich zu fördern auch. Auch wenn ich damit immer wieder das Risiko eingehe, gute Mitarbeiter zu verlieren, weil ich sie ja fördere, sind sie dann irgendwann den Job, den sie hier haben, vielleicht entwachsen und merken, es geht in eine andere Richtung, die überhaupt nichts mit unserem Geschäft zu tun hat. Und dann freue ich mich aber. Die meisten Leute, die ärgern sich, wenn ein Mitarbeiter, der gut ist, geht oder die Firma verlässt. Und wenn mich ein Mitarbeiter verlässt, weil er sagt, ich habe jetzt meine Berufung gefunden, ich habe dank dir den Mut gefunden, auch das zu leben, was ich wirklich toll finde, dann freut mich das irgendwie. Nicht, weil ich den Menschen loshaben will, ich kann ja weiterhin mit den Menschen Kontakt haben, aber einfach, dass es mir gelungen ist, jemanden auch auf seinen Weg zu ein Stück weit zu begleiten, zu ermutigen vielleicht, das zu tun, was ihm wirklich liegt. Und sowas ist natürlich etwas, das mir Energie und Spaß und Freude und so gibt. Ich habe auch eine tolle Familie natürlich. Meine Kinder bringen mich auch immer wieder zum Lachen und Lächeln. Und ja, ich weiß nicht, so ein so totales Rezept gibt's, glaube ich, gar nicht. Ich kann es dir nicht so richtig erklären. Ich glaube, ich mache einfach das Beste aus der Situation, wie sie halt ist, und konzentriere mich nicht auf, was ist jetzt gerade scheiße oder was ist nicht gut, sondern ich gucke einfach, was ist das Gute in der Situation. Und wenn ich scheitere oder wenn mir was nicht gelingt, dann gucke ich halt, was ist das Positive draus. Ich habe immer was gelernt, wenn ich irgendwie was falsch gemacht habe oder was nicht geklappt hat. Und ja, irgendwie geht es mit einem Lächeln im Gesicht einfach besser. Sehr schön, super. Okay, gehen wir auf die ein bisschen leidige, müßige, vielleicht auch inflationäre Frage. Frauen in Führungs
Positionen, oder? Das ist ja in verschiedenen Ländern, auch bei uns wird das ja bewusst gepusht, sage ich mal. Die große Schwierigkeit zuerst mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die letzten Frauen überhaupt in der Führungsposition öffnen, zum Beispiel in der UNA und auch für die Unternehmen geben. Wie einfach oder ist es als Frau in einer Führungsposition? Tja, gut, das ist eine wirklich gute Frage. Also einfach ist es, glaube ich, auch für einen Mann nicht. Da muss ich jetzt mal eine Bresche für die Männer schlagen. Ich glaube, eine Führungsposition hat immer mit Authentizität zu tun. Und ich glaube, da ist es wurscht, ob du Männlein oder Weiblein bist. Es ist natürlich von der Akzeptanz her, gerade in der Baubranche, wo ich mich befinde, die sehr männerlastig ist, schon häufig ein Thema, dass da kommst du rein. Ich bin noch blond, das ist das untermalt dann das Klischee gleich nochmal. Ich trage auch sehr gerne Kostüme oder Röcke. Weil ich bin, auch wenn ich in einer Männerwelt eine Führungsposition habe trotzdem eine Frau, und das darf ich auch sein, und dazu stehe ich. Und ja, Frauen in Führungspositionen, ich glaube, sie haben es nicht schwer. Ich glaube einfach, dass die Frauen lernen müssen, sich besser zu verkaufen oder selbstsicherer auch in gewisse Situationen reinzugehen. Ich stelle immer wieder fest, gerade wenn ich zum Beispiel rekrutiere, also Mitarbeiter einstelle, dass Frauen sich immer viel schlechter verkaufen als Männer. Und das ist, weil wir Frauen so gelernt haben, Bescheidenheit ist eine Tugend und irgendwie, du darfst dich nicht so fest in den Vordergrund stellen, Mädchen tun sowas nicht. Also so in meiner Generation ist das ja so ein Satz, den hat man gehört, als man aufgewachsen ist. Und der ist ja Quatsch. Aber das zieht sich so rein. Und deswegen sind Frauen einfach, glaube ich, weniger gewohnt, sich auch mal hinzustellen und sagen, so ist es jetzt. Und einfach mal selbstbewusst einzustehen und nicht immer so sich klein zu machen. Frauen können viel mehr und sie sollen auch dazu stehen. Und ich versuche auch mit den jungen Frauen, die ich hier im Team habe, denen das mitzugeben. Wenn die Gespräche mit mir haben, dann fordere ich das heraus, dass sie sich stellen müssen, mir stellen müssen, damit ich merke, jetzt hat sie verstanden, dass es darum geht, dass es nicht arrogant ist, wenn man weiß, was man kann, sondern dass die Männer tun das auch, die kommen auch und sagen, ich kann das und das. Oder bei der Lohnfrage ist ja auch immer so cool. Ja, wie stellst du dir, was möchtest du verdienen oder wo ist dein Lohn, deine Lohnvorstellung? Ja, dann die Männer kommen, die sagen eine Zahl und die steht dann da, ne? Und die Mädels kommen und sagen, ja, bis jetzt hatte ich so ungefähr, so um das rum wäre gut, wäre schön vielleicht, aber man könnte auch, das ist Quatsch. Sag, was du willst, was du haben willst. Wir können ja dann noch drüber reden, wenn das jetzt nicht passt. Dann geht man ja in die Verhandlung rein. Aber so dieses Rumeiern und nicht klar sagen, was Sache ist, ich glaube, das ist das, was uns ein bisschen anerzogen wurde und das wir ablegen müssen. Okay, super. Diese Führungsfähigkeit und Führungskompetenz, sage ich mal, da gibt es ganz viel Literatur und Schriftgelehrte, die dir genau sagen, was du eben alles tun solltest. Du hast gesprochen, dass einer der Erfolgsfaktoren Authentizität zu sein, wie du eben bist, oder? Sei echt und so. Die Frage, kann man das lernen oder wie hast du diesen Weg dahin gefunden? Bist du das von Grund auf schon, von Natur aus, oder hast du auch noch irgendwelche Schützenhilfe geschickt, Menschen, die da unten haben, oder hast du dich weitergebildet? Wie kannst du das empfehlen? Ja, ich habe natürlich mich weitergebildet, weil auch ich kam ja in gewissen Situationen an meine Grenzen schon, eben weil gewisse Sachen ja anerzogen sind. Ich musste das schon auch lernen. Also ich hatte schon immer so ein Grundselbstbewusstsein, dass ich vielleicht meiner Mutter zu verdanken habe, die das mir immer so ein bisschen mitgegeben hat. Mädel, steh hin, sag deine Meinung. Aber die Zwänge die einem beim Aufwachsen auch außerhalb von der Familie begegnen, also in der Schule, in der Lehre, in den Geschäften, wo man arbeitet mit den Vorgesetzten,
ja, das war dann schon auch schwierig, da wirklich, ich musste auch schon lernen, meine Meinung zwar zu sagen, aber sie auch so zu sagen, dass es auch für die anderen okay ist. Also ich glaube, da haben mir meine Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, schon sehr, sehr geholfen, auch mit so, ja, jeder hat ja so seine, wie soll ich sagen, so seine Sachen, die er mitschleppt und die einen behindern dabei, so zu sein, wie man eigentlich ist. Und auch zu akzeptieren, dass so, wie man ist, dass das gut ist. Jeder ist okay, so wie er ist. Und aber das wirklich so 100% zu sich selber zu stehen, das war schon eine Entwicklung, die so mit den Jahren, mit den Weiterbildungen, mit den Erfahrungen auch so gekommen ist. Also ich war schon immer sehr direkt und ehrlich, das ist schon mein Typ, aber ich glaube schon, dass man das lernen kann, authentisch zu sein, weil jeder von uns ist das, glaube ich, im Grunde. Aber es wird einfach durch das Außen sehr beeinflusst und dann muss man sich irgendwie davon wieder lösen, denke ich. Okay. Du hast erwähnt, du bist mit deinem Partner einen sogenannten Führungs-Leadership. Das wird ja auch sehr oft propagiert in gewissen Unternehmen. Und diverse Menschen haben Schwierigkeiten damit, oder in dieser Co-Führung. Zu zweit teilt man sich gewisse Verantwortlichkeiten, Aufgaben und so weiter. Es gibt dann sehr oft auch Konflikte. Und das ganze Modell dieser Co-Leadership, das fällt wieder auseinander. Gibt es da irgendwelche Tipps von deiner Seite? Wie siehst du das? Wie hast du dich oder wie habt ihr euch arrangiert und wie gut funktioniert das? Ja, es funktioniert super. Ich bin der Meinung, dass das eigentlich eines unserer Geheimrezepte ist, warum unsere Firma so super läuft und uns so gut, ja, funktioniert. Weil jeder eben das, wie ich vorher schon gesagt habe, jeder das tut, was er wirklich gut kann und auch gerne macht. Und natürlich gibt es manchmal Diskussionen, man ist ja nicht immer gleicher Meinung, aber ich denke, wenn man so eine Co-Geschäftsführung macht, muss man ganz klar abgrenzen, wer ist für was zuständig. Und der wirklich die Verantwortung für diesen Bereich trägt, sollte auch quasi wie das letzte Wort oder die letzte Stimme haben bei Entscheidungen, wo sich beide nicht einig sind, dass der die Verantwortung trägt, auch die Entscheidung trifft. Ob das dem anderen jetzt gefällt oder nicht, diese Kröte muss man halt manchmal schlucken. Also es gab auch schon Entscheidungen, Produktentscheidungen, die fallen ja nicht in mein Ressort, die ich nicht gut fand. Das André auch so mitgeteilt habe und er aber trotzdem auf seinem Stand beharrte und gesagt habe, ich mache das so, ich will das so haben, das kommt gut so. Und es war dann auch so. Und dann war ich dann auch froh, dass er nicht auf mich gehört hat quasi. Und umgekehrt ist es ja auch schon so gelaufen, dass gerade bei Mitarbeiter einstellen, das ist ja immer ein schwieriges Thema, dass ich gesagt habe, das ist die Person, die wir brauchen. Und der so, ja, bist du sicher und so. Und nachher muss er dann auch sagen, ja, du hast recht, weil du hast das Feeling für die Menschen. Und ich glaube, es braucht einfach die Akzeptanz, die Entscheidung des anderen mitzutragen manchmal, auch wenn es vielleicht nicht gerade in dem Moment die Entscheidung ist, die man gut fand, auch wenn die Entscheidung, die der andere trifft, falsch ist. Ich meine, ich kann auch einen Fehler machen, ich kann auch falsch liegen, das ist ja normal. Ich denke, es ist Toleranz, Akzeptanz und ja, jeder in seinem Bereich das machen zu lassen, was er eben wirklich gut kann. Okay, gut. Wir leben ja im Moment in einer sehr besonderen Zeit, oder? Man spürt Aufbruchstimmung, Umbruchstimmung, radikale Veränderungen und so weiter. Viele Unternehmen haben auf den Online-Modus abgestellt, zwangsläufig auch Homeoffice und so weiter. Jetzt mit diesen Veränderungen nebst dem Homeoffice gibt es natürlich noch viele andere Umbrüche. Kunden verändern sich, das Bewusstsein, Denken verändert sich und so weiter.
Was siehst du als die größte Herausforderung für euer Unternehmen an oder generell für so die KMU-Landschaft, wo ihr euch drin befindet? Spürt ihr da auch was? Und wenn ja, was genau? Wie geht ihr damit um? Einfach das ganze Thema so Change, Veränderung. Was macht das mit euch? Ja, als kleines Unternehmen ist es schon so, dass die Digitalisierung natürlich das große Thema bei den Veränderungen ist. Wir machen das schon länger ziemlich aktiv, weil ich auch finde, dass da große Chancen drin liegen und Digitalisierung im Bereich, dass man nicht mehr Lieferscheine, Rechnungen also auf Papier und hin und her mit Post und so, das ist ja Quatsch, das braucht es heute wirklich nicht mehr. Wir haben Glück, dass unsere Kunden eigentlich der Sanitär-Großhandel ist. Das sind meistens etwas größere KMUs, die auch schon daran interessiert sind, diese Digitalisierung voranzubringen und eben mit uns zusammenzuarbeiten, damit wir die Bestellabläufe etc., dass wir das digital machen können. Es ist natürlich schon eine Herausforderung, dass das wirklich klappt. Es ist auch für die Mitarbeiter eine große Umstellung. Ich habe teilweise sehr langjährige Mitarbeiter, auch ältere Mitarbeiter, und für die ist es dann manchmal ein bisschen schwierig, auf diesen immer schneller werdenden Zug aufzuspringen. Und die dann zu motivieren, zu fördern, zu unterstützen, sagen, du kannst das, komm, wir kriegen das hin. Das ist sicher eine Herausforderung. In der Sanitärbranche, unser Endkunde ist ja eigentlich der Sanitär. Und da gibt es ja ganz viele kleine. Und mit denen habe ich ja auch Kontakt in so verschiedenen Netzwerken. Und da spüre ich schon, dass diese Veränderung oder die Veränderungen insgesamt für so kleine Firmen eine wirklich große Herausforderung ist, vor allem weil die Veränderung auch so schnell voranschreitet. Jetzt durch die spezielle Situation ist es natürlich alles noch viel schneller gegangen, als es gegangen wäre, ja, mit Homeoffice und solchen Sachen. Ja, das hat jetzt einen richtigen Schub gekriegt und ich glaube, dass für uns Unternehmer es wichtig ist, auch unsere Leute ins Boot zu holen, denen eine gewisse Sicherheit zu geben und einfach, wir schaffen das, wir kriegen das hin, egal was kommt. Offen bleiben, sich bewegen, nicht still sitzen bleiben, gucken, was kommt, das Beste draus machen und einfach tun. Okay. Sehr schön. Bezüglich eben, du hast erwähnt, Veränderung, auch Mitarbeitende, logischerweise sind die betroffen. Wir haben über das Thema Führung, Co-Führung geredet. So, jetzt, mich würde noch interessieren, so, wenn es spezifisch um das Thema Veränderung geht bei Mitarbeitern, oder? Die sind ja eingebettet in diesem Unternehmen. Sie tun Arbeit, die ihnen hoffentlich Spaß macht, ja. Ist ja auch immer ein Challenge, ja. Welche Führungsphilosophie verfolgt ihr zwei in der Co-Leadership, diese Co-Führung, wenn es darum geht, diese speziellen Herausforderungen anzugehen? Also ich denke, jeder Mitarbeiter hat ja seine eigenen Sorgen, oder auch noch, die er mitbringt. Und da gilt es natürlich sehr, sehr situativ auch zu führen. Aber habt ihr da eine Philosophie? Also führt ihr extrem flach? Führt ihr demokratisch? Oder partizipiert ihr da? Oder wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, was ich dir jetzt sagen soll, ich denke, wir führen schon sehr flach. Also wichtig ist mir einfach der direkte Kontakt mit dem Mitarbeiter. Also der soll nicht zuerst zu seinem Vorgesetzten gehen und der geht wieder zu seinem Vorgesetzten, für das dann irgendwann mal was bei uns ankommt, was aber gar nicht mehr dem entspricht, was der Mitarbeiter für eine Sorge hatte. Also Für unsere Philosophie ist es wirklich, in Kontakt zu sein mit unseren Mitarbeitern. Gut, wir sind mit 12 Personen, sind wir klein, wir können das. Also ich gehe jeden Morgen, wenn ich komme, gehe ich bei der Produktion rein, spreche ein paar Worte, wie läuft es bei euch, gibt es Probleme, habt ihr gerade was ich so mit in den Tag nehmen kann, wo wir noch gucken müssen oder so. Und dann gehe ich die Treppe hoch, wo die Büros befinden, und da gehe ich auch immer durch. Und meine Bürotür ist immer offen und ich sage auch meinen
Leuten immer, ihr seid das Wichtigste, was wir haben in der Firma. Ihr seid unser Know-how. Ihr seid das, was uns ausmacht. Ohne euch sind wir nichts. Und dann seid ihr für mich das Wichtigste. Also wenn ihr ein Problem habt, kommt rein. Wenn ich da irgendwo gerade beschäftigt bin mit irgendwas, das kann ich weglegen. Der Mitarbeiter hat für mich die allererste Prio. Weil das einfach das Wichtigste, was ich habe. Ohne gute Mitarbeiter kann ich meinen Schallschutz nicht verkaufen, ich kann ihn nicht herstellen, das funktioniert nicht. Das ist meine wichtigste Ressource, die ich habe, sind meine Mitarbeiter. Und ich möchte auch, dass sie das spüren, dass sie für uns sehr wichtig sind. Und ich glaube, sie schätzen das auch sehr. Also ich höre immer wieder von den Mitarbeitern, es ist so schön, dass wir einfach kommen können, wenn was ist, ohne da, und es wird gleich, du hörst uns zu, du handelst, du versuchst uns wirklich zu helfen oder du hilfst uns wirklich. Und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, in Kontakt zu bleiben mit den Menschen, und dann spürst du, ja, das ist schon das Wichtigste für uns, auch wenn wir neue Mitarbeiter einstellen. Die kommen dann immer zu einem Schnuppertag zu uns, und jeder vom Team kann dann seine Meinung zu diesem potenziellen neuen Mitarbeiter sagen. Also der kann sagen, ja, ich finde, der passt gut ins Team, oder ja, weiß ich nicht und so, weil das ist für mich ist es das Wichtigste. Irgendeine Fachkompetenz, die jemandem fehlt, die kann er, wenn er motiviert ist, kann er das lernen. Aber ins Team zu passen, kannst du nicht lernen. Entweder passt das oder es passt eben nicht. Und ja, das ist die wichtigste Philosophie, einfach den Menschen ins Zentrum zu stellen. Weil das ist das Herz des Unternehmens. Okay, super. Gut, Tanja, ich habe noch so eine Abschlussfrage, vielleicht die letzte, zweitletzte Frage. Eben diese besondere Zeit. Ich meine, Veränderung ist eine Konstante, die wird es immer geben. Sie sind jetzt einfach noch schneller, noch radikaler. Wir wissen nicht, was alles noch auf uns zukommt. Ganz viele Entscheidungen stehen auch an in der Gesellschaft, für uns persönlich. Wie verhalten wir uns mit Veränderungen? Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendeine Lebensphilosophie oder ein paar Tipps mitgeben, wie man am besten oder wie du mit solchen Veränderungen umgehst? In der Gesellschaft, ich meine, ja, ganz viele Dinge poppen ja jetzt hoch und fordern uns, wirklich. Man liest viel, man hört viel, und manchmal liest man auch Dinge, die man nicht lesen sollte, und die Dinge, die man wissen sollte, die liest man nirgends. Also muss man ja selbst wieder die Wahrheit irgendwo suchen. Aber was kannst du den Leuten so mitgeben? Was denkst du, wie sollen wir uns in dieser Zeit mit deinem Frohmut, deiner Energie, wie können wir uns da über Wasser halten? Also für mich hat sich in dieser Zeit etwas sehr gut bewährt. Und zwar einfach mich von den Medien so ein bisschen zurückzuziehen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt gar keine Nachrichten mehr höre, wenn die am Radio laufen, wenn ich im Auto sitze, dann höre ich mir die an. Aber manchmal schalte ich dann einfach weg, weil ich glaube, diese ganze Medien, das Thema Corona in den Medien, das ist ja, ich merke, ich nerv mich nur noch ab Zahlen, die sowieso nicht stimmen, in meinen Augen, ab dieser Panikmache, die hier ausbricht, dass man plötzlich merkt, dass Menschen gar nicht mehr den gesunden Menschenverstand einsetzen, sondern sich nur noch zulullen lassen von irgendwelchen News. Da habe ich wirklich gemerkt, wenn ich mir das bewusst nicht mehr alles anhöre oder lese, geht's mir schon mal tausendmal besser. Das ist ein Energieräuber. Wenn ich dann Sachen höre, die nachweislich falsch sind, wo ich weiß, es stimmt nicht, das ist Quatsch, dann nerv ich mich. Und wenn ich das gar nicht höre, dann nerv ich mich nicht. Und dann habe ich mehr Energie für die schönen Sachen, die es ja immer noch gibt. Und ich glaube einfach, den gesunden Menschenverstand ist momentan das Wichtigste überhaupt. Auch mal Sachen hinterfragen, die einem so aufgetischt werden,
Und einfach seinen Weg gehen. Ich rede da nicht von irgendwas verleugnen oder so. Das ist ja gerne so, dass wenn man ein bisschen kritisch hinterfragt, dass man dann gleich in so eine Verleugner-Ecke gestellt wird. Und das ist ja nicht so. Aber es gibt einen Haufen andere Probleme, die jetzt völlig aus diesem Fokus gerückt sind. Und ja, ich glaube, man sollte einfach nicht vergessen, dass die Welt noch andere dringende Probleme hat, außer, ich sage es jetzt mal flapsig, eine Grippe. Ja, dass wegen dieser Grippe in der dritten Welt, weiß nicht wie viele Menschen, junge Menschen, wohlverstanden, nicht alte, an Malaria sterben, weil diese Malaria-Stationen zu sind wegen Corona, dann kriege ich schon ein bisschen den Hals und denke mir, mein Gott, setzen wir die Prioritäten hier irgendwie noch richtig? Und warum denkt keiner mehr richtig so nach? Und ja, ich glaube, wichtig ist es, dass wir trotz allem kritische Fragen stellen, uns nicht irgendwo in eine Ecke drängen lassen von irgendwelchen Panikmachern und einfach den Weg gehen, den Weg weitergehen mit dem unerschütterlichen Optimismus, den man, glaube ich, braucht, um einfach fröhlich und ein entspanntes Leben zu gehen. Super, okay, super, danke vielmals, sehr inspirierend und bin ich gleicher Meinung wie du, vor allem die kritischen Fragen stellen. Diverse Leute, vor allem unsere Regierungsvertreter, haben es bis heute nicht geschafft, mir die wesentlichsten, simpelsten Fragen klar zu beantworten. Und ich denke, da fängst du ja an. Und da kommt einfach bei mir dann auch die große Frage her, ja, wem nützt das alles und wo ist da die versteckte Agenda? Aber lassen wir das mal auf der Seite. Genügend Provokation. Ja, Tanja, vielen Dank für deine super Impulse. So zum Schluss noch eben mein Podcast. Du weißt, dass es geht darum, Menschen und Unternehmen zu ihrem größten, einzigartigen Potenzial zu führen, das kristallklar, wirkungsvoll und einfach den Weg zu gehen. Von deiner Seite mit deiner reichhaltigen Erfahrung und auch mit deinem Lebensmut, den du versprühst, noch irgendeinen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, mit einem Lächeln auf den Lippen einfach tun. Macht's nicht lange drüber studieren, soll ich jetzt nicht. Machen und ja, und schauen. Und es kommt, es kommt zu einem, man muss es nur zulassen. Ich glaube, einfach tun ist das Wichtigste im Moment. Okay, sehr schön, super. Ja, ich nehme das gerade als Stichwort auf für meine Überschrift für diesen Podcast, ja, mit einem Lächeln einfach tun, oder? Und Erfolgsrezepte einer gestandenen Unternehmerin. Tanja, ich danke dir vielmals für dieses inspirierende Gespräch. Super, vielen Dank für diese Impulse, die immer sehr, sehr wertvoll sind für viele Menschen da draußen, die eine Orientierung, Weg, Neuorientierung suchen und auch Möglichkeiten, sich neu zu erfinden. Tanja, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Toi, toi, toi. Danke gleichfalls für deine Zeit. Das war eine Folge von Business Alchemie, der Podcast, der dir hilft, zu dem zu werden, was du sein kannst. Mehr Informationen über Andreas findest du auf www.andreasdudas.com.